Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Sicherheit. Und Carmina Ray will uns unbedingt folgen. Ich habe mal eine Highwayman-Maske gefunden. Ich habe sie aufgesetzt und mich nicht mehr erkannt. Deswegen tragen sie sie wahrscheinlich. Damit trennen sie, wer sie sind, von dem, was sie tun. Sie verstecken sich hinter der Maske. Erbärmlich. Aha. Etwas leise die Stimme, oder? Die Stimmen sind etwas leise. Streaming-Modus übrigens. Ganz wichtig, das ist hier der Modus, mit dem die lizenzpflichtige Hintergrundmusik ausgeschaltet wird. Untertitel haben wir an. Charakter. Moment. Ja, man kann die Stimmen nicht lauter schalten, okay. Vielleicht sollten wir die Lautstärke des Sprachchats ausschalten, damit sich das Mikro nicht nochmal verstellt. Aber das merken wir ja schon. Sprache zu Text aus, ja. Nee, kann man gar nicht die Stimmen lauter schalten. Okay, dann wird's so auch gehen. Wir haben ja die Untertitel zur Not. Wer bist du? Du hast so ein Ausrufezeichen über dem Kopf, wusstest du das schon? Ich habe gehört, Wade Fowler wollte ein neues Tierheim in der alten Kirche da hinten aufmachen. Hm. Man munkelt, ihm wäre etwas zugestoßen, aber vielleicht gibt es da noch Vorräte. Mhm. Entdecke ein verstecktes Lager mit wertvoller Beute. Überlebensratgeber. Unsere Karte. Ah ja, mit der mittleren Maustaste kann man hier auch so ein bisschen drehen. Aber gut, wir werden das im Laufe des Titels hier, im Laufe des Let's Plays, werden wir das noch öfter uns angucken, denke ich. Gehen wir erstmal raus. Ein Bärendienst. Ah, eine Schatzsuche. Wir suchen erstmal nach den Fotos, ja? Und ich weiß... Ich glaube, wir werden was bewegen. Ich weiß, wir können das Auto nehmen. Carmina Ray. Ich würde lieber alleine losgehen erstmal. Carmina. Komm, wir nehmen die Schubkarre mit. Setz dich rein. Ich schieb dich den Berg runter. Willst du nicht? Na gut, dann nicht. Ja, sollen wir das Fahrzeug schon benutzen? Wie gesagt, nee, komm, wir gehen erstmal zu Fuß. Wir gucken uns erstmal so um. Wir haben ein Ziel. Wir haben hier die Fotografie. Ach nein. Du bist das Ziel. Ich rackere mir hier den Arsch ab, aber wohl. Ich habe mal eine Highwayman-Maske gefunden. Habe ich gehört. Ich habe sie aufgesetzt und mich nicht mehr. Da ist ein Bus. Wer hat den Bus hier geparkt? Ein Tier. Was? Eine Schlange? Ach, die macht nichts. Reden mit dem Tier? Schlangenhaut. Du machst nur Ressourcen frei, ha? Ja, so richtig kann ich immer noch nicht sagen. Ach, ist das schön. Aber ein bisschen. Ja, doch, es hat was. Büffel. Wasserbüffel, okay. Was hat denn der da Rotes an sich? Kommen wir hier runter? Ja, außenrum gehen wir mal. Hier gibt's doch so einen Weg, habe ich gerade gesehen. Ja. So viele Tiere? Albino-Hirsche. Vorsicht! Sein. Kistanche. Ja, aber ist doch friedlich hier. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, wir sind zwar nicht auf dem Highway, aber ich finde es erstmal friedlich. Der Tag wird uns helfen, hier was zu bewegen. So viel ist mal sicher.
Pflanzen wie die sind immer nützlich. Ja, deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Carmina. Ist das denn wirklich Hope County? Bis jetzt kommt mir hier nichts bekannt vor, muss ich sagen. Wir wollten uns doch den Büffel da angucken und was da so Rotes an ihm dran klebt. Ich liebe meine Familie, aber manchmal brauche ich einfach Abstand von ihm. Bäume fällen? Nein, das geht nicht. Das wird eines Tages noch nützlich sein. Oh. So viel zum Sammeln. Achtung, da ist ein Bison! Ein Bison? Oh, du musst irgendwas tun! Ja, aber was? Was? Wow, das nimmt gar keinen Schaden. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Nein. Scheiße, es ist übel. Nein, nein, nein. Steh auf, steh doch auf. Warum stehst du denn nicht? Hey, lass das. Aufs Horn. Oh nein. Wir sind tot. Oh. Okay, wir merken uns, keine gute Idee, einen Wasserbüffel anzugreifen, einen Bison. Ich bin froh, dass du Prosperity hilfst. Ach, hör doch auf! Hätte nicht gedacht, dass es Carmina zurückschafft. Die meisten Überlebenden hatten ein anderes Leben, bevor die Bomben fielen. Ja. Aber für mich ist diese Welt die einzige, die ich kenne. Alles, was ich von früher weiß, kenne ich nur aus den Geschichten meiner Eltern. Nicht von Fotos oder Videos oder Büchern. Davon gibt's nichts mehr. Meine Eltern hatten nur noch ihre Geschichten. Wir können sie nicht... Ich sage den Leuten ständig, dass sie ihre eigene Pässe trinken sollen. Ja, wir können sie nicht da lassen. Halt die Augen nach Sperren offen. Die wissen, was in Hope County los ist. Egal ob Außenposten, vergrabene Schätze oder neue Verbündete, wenn sie etwas Interessantes entdecken, markieren sie den Ort auf deiner Karte. Entweder sind die Sachen weg oder sie sind bei uns im Inventar immer noch. Mom tut ihr Bestes, aber sie kann Prosperity nicht allein aufbauen. Wir müssen ihr zur Seite stehen. Früher oder später brauchen wir das. Ja, genau. Deswegen nehmen wir das auch alles mit. Unser Marker führt immer hier in Richtung Carmina. Warum? Ich dachte, wir sollen hier die fotografierten Orte finden. Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. Oh, das ist auch schön, wie hier so die Natur sich alles wiederholt, so langsam. Ich werde nie darüber hinwegkommen, was den Leuten im Zug passiert ist. Ich kann jetzt nur mein Bestes geben, um zu helfen. Es wird schon Nacht. Müssen wir schlafen, essen, trinken? Wo sind denn die Straßen? Was ist da los? Wilderer?
Vielleicht. Und da ist nichts. Ach, da ist alles verbrannt. Da möchte ich gar nicht hin. Aber seltsam, dass es hier keine vernünftigen Straßen gibt. Wir folgen den Schüssen. Komm, wir gucken mal. Ah, das können wir also noch. Okay. Bösewicht, da drüben. Wo denn? Da drüben kann er überall sein. Bösewicht. Der erste Bösewicht. Hey Cap, die Highwaymen zu bekämpfen ist kein Kinderspiel. Wenn du dich einer Übermacht gegenüber siehst, kannst du bessere Waffen mit Ressourcen herstellen. Du findest sie in Hope County. Und vergiss nicht, die Leute in Prosperity helfen dir so gut sie können. Nein, wir werden dich nicht enttäuschen. Oder? Ja, ich möchte das hier ungern wegwerfen. Haben wir keinen dritten Slot? Da werfen wir lieber die Pistole weg. Nein, ich möchte das gerne behalten. Das ist witzig. Oh, da brennt es richtig. Ich gehe zu einer besseren Stelle. Oh, der hält aber was aus. Berichten zufolge haben die Highwaymen Leute, die Leichen plündern. Das sind Feiglinge, die beim ersten Anzeichen von Ärger wegrennen. Wenn du welche siehst, mach sie kalt und nimm dir ihre Rucksäcke. Da wird viel drin sein, was du gebrauchen kannst. Ja. Erstmal hier unten. Der ist schon hinüber. Okay. Blümchen sammeln in der Nacht. Unser größtes Hobby, unser größter Spaß. Ich bin mir nicht sicher. Ist das nicht jemand, dem wir helfen können? Oder müssen wir den erschießen? Erschießen wahrscheinlich. Das dauert ein bisschen mit dem Nachladen hier. Die Highwaymen haben überall im Land Gruppen und ab und zu unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Aha. Und auch ein Kampf. Ich sterbe nicht. Noch nicht. Was hast du denn? Bist du schon tot? Wir brauchen ein Snipergewehr. Wir brauchen ein Scharfschützengewehr. Dafür würde ich hier dieses Teil auch eintauschen dann. Sägeblattwerfer.
Vorsicht, eine LKW naht. Aha. Und hängst du bequem? Es hakt ein wenig. Und wir brauchen einen Schalldämpfer. Ja, war fast sofort getroffen. Schöne Autos haben sie hier. Aber wir wollen ja was von der Gegend sehen, also bleiben wir zu Fuß unterwegs. Ist die Natur nicht cool? Freund oder Feind? Weiß es noch nicht. Freund wahrscheinlich, oder? Ich bete für alle, die da draußen nach Nahrung suchen. Hi, was macht ihr hier? Du bist doch mit diesem Zug gekommen. Woher wisst ihr das? Hey, cooler Bogen. Ich hätte auch gerne einen. Wunderschön und gleichzeitig furchtbar ist es, hierher zu kommen. Einen Bogen. Je nach Tagesform. Oh, das sieht doch gut aus. Gut, liebe Welt da draußen, das schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, was das da ist. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.